Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ja, ich bin im Hause Picasso. Matthias Picasso mit seiner Frau der Gerda und seinen beiden Söhnen, dem Pierre und dem Patrick. Und hier in dieser Familie wohnt die Silke Sieber, die ich damals als eine Art Kindermädchen eingestellt hatte. Und die wurde dann schwanger, beziehungsweise brachte ihren Sohn mit, dem Sam Sieber. Das ist ein uneheliches Kind von unserem Jo, lieben Claudio, Lothario. So, ich gehe mal rein. Unsere Gerda ist ja auch momentan da, beziehungsweise, oh, ist sie gerade gesprungen? Das sah gerade so aus. Die geht gleich zur Arbeit, aber sie frühstückt gerade noch mal ganz fix. Unsere Silke, die hat irgendwie keinen Job Endlich, abbekommen. ey. Die darf hier noch mal ein bisschen aufräumen. Mit ihr habe ich ja auch immer wieder, ja, eigentlich Scheiße, versucht, diesen Partyknaller, Faulenzer-Geier-Job zu bekommen, den sie eigentlich noch zusätzlich machen möchte. Ja. Soufflé. Chippé. Chippé. So, ja, Gerda, du darfst dann mal zur Arbeit und komm. Tschuck. Jawohl. Wow. Das ziehst du zur Arbeit an, okay? Sie ist ja eine Konzertpianistin. Ja, da darf sie sowas anziehen, glaube ich. Und mal gucken, ob sie mit einer Beförderung zurückkommt. Das wäre ganz cool. Matthias ist auf dem Weg zu der Sportlerkarriere, Sportexperte. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Level wir hier bei ihm sind. Mal schauen. Die zwei Jungs sind natürlich noch in der Schule. Dann hätten wir noch Patrick da. Der schläft gerade noch so. Na denn, gucken wir doch mal, was Silke macht. Ich gehe mal so. Warte mal, ich gehe noch mal eine Etage tiefer. Wir gehen mal so ein bisschen mit ihr mit einem kleinen Schnelldurchlauf. Unser Butler ist ja auch noch da, der ja auch noch mal ein bisschen vielleicht auf Patrick aufpassen könnte, ihn rausholen könnte, wie auch immer. Wir hatten hier halt sehr viel Unkraut im Garten, deswegen habe ich sie mal, ja, hier seht ihr, ne? Deswegen habe ich sie mal jetzt hier in den Garten geschickt. Einfach mal Unkraut zu jäten. Irgendjemand muss es hier machen. Was ist denn das? Warte, warte. Oh, was ist denn das? Dina Rossi? Was ist passiert? Hast du einen Blitzer bekommen oder was? Das ist, Dina. Was um Himmels Willen ist mit dir passiert? Du bist eigentlich doch noch am Leben. Sie tanzt Schlambada. Das Skelett von Dina Rossi. Chippa. Ist das irgendwie ein Bug oder ich habe keine Ahnung. Ihre Haare stehen hier voll zu Berge. Hi, Dina. Kann man die ansprechen? Man kann sie ansprechen. Ich plaudere mal mit ihr. Warte mal. Warte mal, hör mal ganz kurz auf. Versuch mal mit ihr zu quatschen. Was ist mit dir passiert, Dina? Hallo? Sie ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Schande. Dina. Also Dina ist die Mutter von Gerda. Hier oben sieht man sie, wie sie eigentlich aussehen sollte. Tja, ich weiß nicht, warum sie so aussieht gerade. Also meine erste Vermutung war ja wirklich, dass sie irgendwie gerade einen Blitz getroffen hat, aber nur hat sich gar keine Blitze gesehen hatte. Tja. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihr anfangen soll. So, brauchst gar nicht lange laufen hier. Bezahl die Rechnung gleich, die ist sogar schon gelb. Ah, tja. Was macht sie jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen mal. Ach da. Da ist er, Patrick. Was ist los, Patrick? Oh, Hygiene. Hygienemangel. Wir baden mal den Patrick. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Und nach dem Baden können wir dann selbst mal benutzen, baden, säubern und ihm dann was zu essen bringen. Falls es der Butler noch nicht gemacht hat, dann bis dahin.
Ja, Dina. Ich bin echt etwas fassungslos. Ich weiß nicht, vielleicht ergibt sich das ja wieder, dass das irgendwie nur so ein bisschen ein Bug ist. Seltsam, 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 oder? Rolfi, Junge. Genau, Knöchelschuhen. Fitnessbegeisterung wächst, ja. Ich guck einfach mal, was du so machst. Also mir ist einfach nichts bekannt, dass sie jetzt vielleicht als Skelett gerade rumlaufen könnte oder warum es so dazu gekommen ist oder wie auch immer. Dankeschön, hat was zu essen gebracht für unseren Jüngsten. Das ist echt sehr nett von dir. Ja, leg's einfach mal auf den Boden, Butler. Ja, okay. Na, das ist ein bisschen ungünstig. Komm, wir legen es mal dahin. Wenn du also rauskommst, genau. Isst du. Oder nimmst es, wie auch immer. So. 15 Uhr, da müssten die beiden Jungs auch nach Hause kommen gleich. Wann kommt eigentlich Papa nach Hause? Ach, der kommt auch um 15 Uhr. Oh ja, wir sind zu Superstar befördert worden. Es fehlt da noch ein bisschen was, okay. Aber immerhin, was ist denn heute los? Das Kind war doch jetzt gerade eben auch schon wieder hier oben, oder? Oh Mann. von 9 bis 16. Wir haben auch wieder Kohle verdient. Jetzt, dass wir 15.000 haben. Das ist cool. So, dann geh erstmal ins Bett. Ich guck nochmal ganz kurz. Die nächsten 2-3 Tage musst du auch arbeiten. Der ist auch gerade total schnell hochgelaufen. Ich glaube, ich habe gerade irgendein Problem hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du Mechanik und Charisma lernen. Ja. Naja. Wie geht's dir sonst, großer Mann? Oh, jetzt hast du doppelte Portion bekommen. Mechanik könntest du lernen. Das heißt hier zeichnen? Nur eigentlich Klötze bauen habe ich machen wollen. Oder was Logisches. Das hier könntest du spielen. Das da. Da. So. Oh, die Oma Dina, die kommt da mal. Und erschrick dich. So, hinter dir steht plötzlich ein Skelett. Hilfe! So, unser Pierre, ja. Pierre, keine Ahnung, spiel mal mit der Oma. Ah ja! Spiel mal nur Hände klatschen mit der Oma. Irgendjemand spielt da hinten Gitarre und so. Genau, dann spiel noch mal kurz ein paar Hallen, Ratschlangen, Portionkopf von mir. Noch doch, Schere, Stein, Papier. Versuch's mal. Und unser Sam, der ist oben ins Bett gegangen, aber in Mamas Bett gegangen. Naja gut, egal. Du müsstest auch mal Hausaufgaben machen eigentlich. Und du hast deine Hausaufgaben. Was ist denn das? Ah, oh, das ist irgendein Gemälde. Wartet mal. Komm. Kann ich das nicht aufhängen? Ach, das kann ich nicht hier aufhängen. Ah. Warte, einmal höher. Kann ich das nicht höher machen? Das geht nicht höher. Okay, komm. Dann verkaufen wir es. Ach, da liegen die Hausaufgaben. Guck mal eine an. So, warte mal. Einen lege ich dann hier oben hin. Dann kannst du nämlich entscheiden. Genau. Den anfangen. Aber erst einmal. Gut, es ist jetzt Freitag, übers Wochenende. Habt ihr dann bitte die Hausaufgaben fertig, Jungs? Wie sieht's aus? Na gut, 1 plus, 2 plus, okay. So. Du machst hier voll den Lärm. Benutzen, säubern, dann einmal das hier wegwerfen. Du bist zum Arbeiten hier. Wegwerfen. Und dann klingelt das Telefon. So, unser Pierre. Und er hat Spaß mit seiner Oma. Ja, immerhin, guck mal, der kennt die Oma sehr viel besser als die Silke. Ja. Das ist krass. Das ist echt krass. Dann solltest du aber trotzdem bald schlafen gehen. Die Oma kommt anscheinend öfters zu Besuch.
Wuff. Hier ist doch schon wieder Sauerei in dem Bad. Das ist echt so häufig der Fall. Wisst ihr was? Ich verkaufe mal diese. Ich kaufe mal eine neue. Ich weiß ja nicht. Also ich habe das sonst bei... Ja, ich weiß nicht. Gar keinen. Deswegen... Ich nehme jetzt mal die. Mal gucken, ob das besser wird. Was macht Silvia? Patrick und Pierre werden beide morgen älter. Oh, Gerda! Gerda ist jetzt eine Symphonieleiterin. Dann fehlt jetzt wahrscheinlich nur noch eine Stufe, vermutlich. So. Kann ich Silke sprechen? Ja, ich guck mal, ob du sie kriegst. Das. Und dann einmal Charisma. Reden üben. Silke! Ja, die Silke. So, geh mal. Ach so. Halt, Pierre. So, Pierre. Oh, komm schon. Pierre. Bettchen. Los. Komm. Bitte. Simpel. Oh. Freust du dich über die neue? Geh mal ans Telefon. Genau. Ich weiß gar nicht. Oh, die kennen wir doch kaum. Komm, leg wieder auf. Wegwerfen, wegwerfen. Warte mal ganz kurz. Ich, damit du komplett hier alles wegwischen kannst, räume ich mal ganz kurz die Dusche weg. Wenn das im richtigen Leben auch gehen würde. Wäre schon cool. Du bist noch im Bett und unser Sam, der ist auch noch im Bett. Du bist fast schon wieder müde. Du kannst mal das hier benutzen. Nö, ich will nicht getragen werden. Dina als Skelett. Auch echt interessant. Also wirklich interessant. Ich weiß gar nicht, warum. Warum das passiert. So, sie geht mal raus. Ich stelle jetzt mal die Dusche nach hinten wieder. So. Und Patrick in Gitterbett legen. Okay, Gerda, ich guck mal kurz zu dir runter. Ein bisschen brauchen wir noch, okay. Sam, Matthias. Ja, Matthias, du kannst dann, wenn du aufstehst, einmal hier dann aufs Klo. Was müssen wir machen? Mechanik und Charisma. Okay, dann würde ich mal sagen, einmal reden üben. Du kannst jetzt direkt mal aufstehen. Unsere Gerda hat ihren Soll getan. Eigentlich könnten wir uns noch ein bisschen befreunden mit der Silke. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Hier den Abraham, den können wir doch mal anrufen. So. Oder auch hier den Anton. Mit dem Anton sind wir verwandt. Ja, ja, das ist unser Cousin. So. Den hier, genau. Nur plaudern. Einfach nur, dass wir ein paar bisschen Freundschaften haben. Er ist keiner von meinen Sims. Es hat sich herausgestellt, dass ich mit deinem Chef verwandt bin, Abraham. Und er schuldet mir noch einen Gefallen. Das nächste Mal, wenn du zur Arbeit gehst, wirst du befördert. Sag ich das zu ihm? Ich glaube schon, ne? Ah, das sind so diese Dinge, die ich noch nicht so wirklich verstehe. Ja, so. So, was macht unser... Ah, er steht schon davor. Oh, aber wir müssen ja sehr viel noch erlernen. Gott, ja, okay. Silke? Geh mal in dein Bett, Menno. Und nicht mit dem Negligé vor Matthias hier so rum kriechen. So, du gehst mal, stehst mal auf da oben. Benutzen.
Und dann kann die Silke nämlich in ihr eigenes Bett gehen. So, schlafen. Ich ziehe auch meinen Schlafanzug an. Ich möchte mal sehen, was für einen Schlafanzug sie hat. Und, ja. Kannst du dich nicht draufsetzen, Junge? Hm. Ich schicke ihn mal malen üben. Mal gucken, ob er das macht. Und die Silke darf jetzt... Ach, das ist ihr Schlafanzug. Na dann, was ist denn dann dein das andere? Na ja, gut. So, er schläft. Okay. Er ist noch müde. Die Gerda. Wo ist sie denn? Da ist sie. Na gut. So, ja, ich glaube... Achso, sie hat jetzt eigentlich angerufen gehabt vorhin. Das hat soweit zumindest funktioniert. Das ist ganz gut. Ja, okay. Dann belassen wir es jetzt hiermit erst einmal. Und ich glaube, ich sage jetzt erst einmal für heute ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Ich lade jetzt auf jeden Fall auch mal neu. Vielleicht taucht die Dina dann nicht mehr als Geist auf. Keine Ahnung. Ich sage ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.